Ja, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen einen kleinen Spazifiziergang und ich dachte, da es schneit, bin ich schlau und diesmal nehme ich die wasserfeste Kamera mit. Daher auch diese etwas ungewöhnliche Bildwinkel. Das ist eine einfache Actioncam, die macht jetzt keine, ich sage jetzt mal, künstlerisch wertvollen Aufnahmen, aber hat trotzdem ein gutes Bild, wie ich finde. Dafür haben wir da jetzt auch keine Wackelkamera. Denn wenn das Ding am Deppenzepter hängt, tut es gerade, dann ist das eine erstaunlich gute Bildstabilisierung, die hat. Und ich glaube, das ist für uns alle für so einen kleinen Rundgang hier durchaus ganz angemessen. Ja, wenn im Bild irgendwas Lilanes zu sehen ist, das ist meine Frau. Nicht wundern, die kommt heute mal mit. Und wir sind hier an den Wasserfällen, wie man eventuell auch schon hören kann, anhand der Geräuschkulisse, die das Wasser verursacht. Wasserstand ist gerade sehr gut, das ist deswegen schön, weil dann haben die Wasserfälle auch vernünftig Wasser und machen ordentlich was her. Wenn der Wasserstand sehr niedrig ist, dann sieht man zwar schon, dass da ein Wasserfall irgendwo ist, aber ja, er rauscht halt nicht so schön und lärmt nicht so schön, wie sich das für einen Wasserfall gehört. Geroldsauer Wasserfälle. Nochmal für diejenigen, die das nicht zufällig sowieso schon kennen. Ja, ich bin hier schon ein paar Mal gewesen. Würde jetzt auch niemanden überraschen. Und das werden wir jetzt auch häufiger immer mal wieder hier sein. Das wird auch eine häufig mal eben spazieren gehen Location von uns werden. Denn wir wohnen, was sind wir jetzt, quasi 6 Minuten? 6 Minuten oder was von hier entfernt. Also das kann man wirklich mal schnell mal eben kurz hierher fahren. Ja, Schnee heute Morgen frisch gefallen. Hier lag sonst eigentlich keiner die letzten Tage und er ist auch langsam schon wieder am Tauen, also so kalt wäre es nicht, dass er jetzt ganz lange liegen bleibt. Trotzdem hoffe ich, dass der Schnee die Sache noch ein bisschen interessanter macht und ich wollte einfach mal gucken, was es hier so Interessantes noch gibt, was man kurz mal erwähnen und erzählen könnte. So, und jetzt erstmal über die Brücke. Ja, und der Weg führt jetzt einfach an den Wasserfällen, also am rauschenden Bach entlang bis zum Wasserfall. Und darum machen wir jetzt erstmal wieder einen Schnitt. So, hier haben wir jetzt die erste kleine Sehenswürdigkeit. Hier hinter mir eine Pappel. Keine Ahnung was für, das ist bei Pappeln immer nicht so einfach. Aber schön sind hier zu sehen die sogenannten Wasserreißer. Ja? Also es gibt Baumarten, die, wenn sie ein bisschen älter geworden sind, dazu neigen, bei Lichteinfall auf dem Stamm direkt am Stamm nochmal zusätzlich ein paar Äste zu bilden. Logischerweise, wenn jetzt nicht Winter wäre, auch mit Blättern dran natürlich. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Ja, und diese Äste sind dann dazu quasi nochmal da, um noch zusätzlich ein bisschen Photosyntheseleistung rauszuholen, wenn die Krone nicht ganz ausreicht. Oder der Baum das Gefühl hat, dass die Krone nicht ganz ausreicht. Man spricht da auch gerne von sogenannten Angstreißern. Also dass bei Angst des Baumes eben diese Reißer hier entstehen und zusätzliche Photosyntheseleistung schaffen sollen. Oft ist das nicht unbedingt notwendig, denkt man, aber andererseits, es wird Gründe geben, weshalb dieser Energieaufwand zum Austreiben dieser Äste betrieben wird. Daher, ich würde dem Baum da besser vertrauen, als demjenigen menschlichen Beobachter, der das hinterher beobachtet und feststellt, auch das hätte ja gar nicht sein müssen. Der hat auch genug Platz für die Krone, er braucht hier unten ja nicht auch noch zusätzlich Äste auszubilden. Wie funktioniert das und warum können das nur manche Baumarten? Naja, erstens, man braucht Knospen, die unter der Rinde sitzen, damit er überhaupt noch mal einen Zweig oder einen Ast, je nachdem wie dick der dann halt wird, austreiben kann. Das geht nicht, wenn da überhaupt keine Knospen vorhanden sind. Drum gibt es viele Nadelbäume, die das überhaupt nicht können, solche Wasserreißer ausbilden und auch so große Schwierigkeiten haben, bei einem Verlust von Krone oben irgendwo unten noch nennenswert Krone auszutreiben. Zum Beispiel Fichte ist da sehr, sehr schlecht drin. Die ganz normale Fichte, wie wir sie kennen.
Laubbäume haben meistens keine Probleme, noch irgendwelche schlafenden Knospen entlang des Stamms zu finden. Auch ganz unten sind noch welche unter der Rinde vorhanden. Und dann kann eben dieser Austrieb erfolgen. Und das hat allerdings noch einen Nachteil wirtschaftlicher Art, wäre vielleicht noch interessant dazu zu erzählen, nämlich wenn in der Rinde diese Knospen dann aufgehen und der Ast eigentlich nur auf dem Holz aufsitzt und noch gar nicht ins Holz wirklich eingewachsen ist, dann kann man den noch ganz gut entfernen und man hat noch kein Astloch im Holz. Aber es sieht so aus, als sei da ein größerer Ast im Stamm vorhanden. Und wenn jetzt der Holzkäufer kommt und guckt sich den Stamm an und sieht da die Ansatzpunkte von den Wasserreißern, selbst wenn man die sofort abgeschnitten hat, er sieht ja trotzdem die Ansatzpunkte, dann weiß der nicht, sind das jetzt nur ganz kurze Stummelchen, die die Holzqualität nicht beeinflussen, oder sind das Äste, die ein ganzes Stück in den Stamm reingehen. Und wenn man jetzt hier draus Pappelfurnier machen wollen würde, kein Mensch macht Pappelfurnier, ja. Nur so am Rande angemerkt, also fast keiner, das wäre jetzt nicht wirklich was, was eine Rolle spielt, ja. Aber nur angenommen, man wollte das. Nur mal kurz zur Erklärung, Furnier ist wie mit einem großen Bleistiftspitzer, ringförmig eine dünne Holzschicht abschälen und die kann man dann schön platt machen und hat dann ein super dünnes Brett quasi oder einfach einen Belag, den man zum Beispiel auf eine Spanplatte draufkleben kann, damit die Spanplatte so aussieht, als wäre es echtes Holz. Ja, ist es dann natürlich. Gut, eine Spanplatte besteht auch aus Holz, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Als wäre es Massivholz. Und drum braucht man dann halt eben astfreies Holz, damit erstens dieser Schälfurnier, also diese dünne Holzschicht, stabil ist und zweitens, man möchte dann in dieser optisch schönen Holzschicht auch keine Astlöcher drin haben, weil die halt einfach ästhetisch als nicht so schön empfunden werden. Kann sein, dass sich das nochmal ändert, der Holzmarkt ist ja im Wandel. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein paar Leute, die der Meinung sind, ich möchte aber gern Holz mit Ästen. Ich finde das viel schöner, wenn ich sehe, in meinem Holz sind auch Astlöcher drin. Na, kann man so sehen. Also ich persönlich mag es ganz gern, wenn hier und da mal ein Astloch ist. Aber ja, momentan ist der Markt nach wie vor, das muss astfrei sein. Und dann dürfen da halt eben keine Äste sichtbar sein. Und dann kriegt man auch nicht das Geld, was man sonst bekommen würde für eben astfreies Holz. Ist also so ein Wasserreißer, ist auch aus wirtschaftlichem Interesse durchaus relevant, sage ich jetzt mal. Gut, anderes Thema. Wir sind hier ja jetzt am Bach. Bach, Fluss, kann man sich streiten. Bei der Größe wäre er normalerweise groß genug, dass sich eine deutliche, ja, besondere Baumartenstruktur am Wasser herauskristallisieren würde. Die ist hier nur sehr begrenzt vorhanden. Also der Wald direkt am Ufer sieht ganz ähnlich aus wie der Wald etwas weiter oben. Und ja, nach sehr viel Zeit, wenn man die Bäume hier machen lassen würde, wie sie wollen, dann hätten wir irgendwann auch ein paar besonders wasserbevorzugende Baumarten, die direkt am Ufer stehen. Aber momentan ist davon noch wenig zu merken. Das meiste, was direkt am Ufer steht, sind Ahörner. Hier und da steht vielleicht mal eine Esche, die wäre zu erwarten. Ja, und es steht aber auch teilweise Buchen ganz nah am Bach, die wären da eigentlich gar nicht zu erwarten. Das heißt, also eine richtige Gewässerbegleitvegetation hat sich hier noch nicht ausgebildet. Warum nicht? Na, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Bach noch zu schnell fließt. Der ist hier also, der hat hier noch so viel Power und ist noch so sehr weit an seinem Oberlauf, das heißt die Quelle ist gar nicht so weit weg, dass er einfach aufgrund seiner Fließgeschwindigkeit kaum Nährstoffe da lässt. Na? Also bei Wasser ist es, also bei Bächen, Flüssen und so weiter ist es so, je langsamer die fließen, desto eher lassen sie was liegen, was nährstoffreich ist. Also Schlamm, Matsch, Kies, Sand, ja, all solche Sachen. Und das ist deswegen nährstoffreich, weil es meistens von ganz woanders herkommt. Also gerade wenn wir uns das Wattenmeer angucken, das ist ja unter anderem deswegen ein unglaublich nährstoffreicher Lebensraum, weil die Elbe da die ganzen super feinen und angenehmen Sachen im Wattenmeer eben ablagert. Alles, was sie ihren kompletten Verlauf mitgenommen hat, die ganz feinen Partikelchen,
die nur, wenn das Wasser super langsam wird, überhaupt liegen bleiben. Weil selbst eine geringe Strömungsgeschwindigkeit reicht noch, um die ganz feinen Materialien zu transportieren. Und dadurch gibt es dann halt eben in der Mündung eines Flusses, wenn er wirklich komplett aufhört, immer eine enorme Nährstoffanreicherung. Und je langsamer er fließt, desto mehr Teile bleiben liegen. Oder umgekehrt, je schneller er fließt, desto größere Teile kann er transportieren. Ja? Also so ein Bach dieser Größe, der nimmt schon mal Sand größtenteils mit. Also eine große Ablagerung von Sand findet hier nicht statt. Und vorne die Wasserfälle, die haben so viel Power, die würden auch, wenn da ein größerer Stein reinfällt, den nach und nach auch runter transportieren, einfach weil sie so viel Kraft haben, das Wasser so eine Energie hat. Und da findet einfach damit auch nur Erosion und keine Sedimentation statt. Die zwei Begriffe kann man sich vielleicht wirklich mal merken, selbst wenn man nicht vom Fach ist. Erosion, Abtrag von Material, Sedimentation, Antrag oder Ablagerung von Material. Also ein Fluss macht immer beides, aber in dieser Fließgeschwindigkeit und bei dieser Kraft, die er jetzt hat, überwiegt die Erosion bei weitem und die Ablagerung ist wirklich nur so ein Hauch, ein Hauch. Und damit keine besonderen Nährstoffe, damit kaum Lebewesen, die im Wasser leben. Ja, es ist jetzt zwar Winter, aber wenn nicht Winter wäre, würdet ihr auch sehen, es gibt kaum Grün im Wasser. Es gibt am Wasser ein bisschen Grün, das ist einfach Moos, was auf den Steinen sitzt. Aber wir haben hier so gut wie gar keine Wasserpflanzen, einfach weil das Wasser so nährstoffarm ist. Weil die müssten ja auch erst abgelagert werden und das passiert bei der Fließgeschwindigkeit nicht. Ne? Das bedeutet, Flüsse, die aus dem Wald kommen und so eine Fließgeschwindigkeit haben, nahezu immer Trinkwasser. Da müsste schon ganz was Schlimmes passieren, damit das mal nicht Trinkwasser wäre. Also ich würde da jetzt bedenkenlos, ich habe jetzt keinen Durst, aber bedenkenlos jederzeit draus trinken. Ungefiltert, unaufbereitet, ohne alles. Ja, wir gehen mal ein bisschen weiter. So, da drüben auf der anderen Seite vom Fluss, vom Bach, kann man schön sehen, da kommt richtig das Wasser den Hang runter. Ich habe jetzt nicht viel Zoom. Meine Frau versucht gerade noch mit der anderen Kamera das noch ein bisschen besser aufzunehmen. Aber dann seht ihr, dann blende ich das jetzt hier ein. Aber spannend ist, normalerweise, das muss man natürlich wissen und hier häufiger schon vorbeigekommen sein, ist da drüben kein Bach. Schon gar nicht ein 4-5-armiger, wirklich den ganzen Hang nass machender, richtig starker Wasserlauf. Das gibt es da drüben normal gar nicht. Und man findet auch kein Flussbett. Ja? Also man sieht da gar nicht, dass da irgendwie nennenswert häufig Wasser läuft. Und das ist auch häufig nicht der Fall, sondern eben nur zu dieser geringen Zeit im Jahr, dieser ganz besonderen Zeit im Jahr. Und je nach Ökosystem ist sie auch extrem wichtig und kann auch sehr gefährlich sein für uns Menschen, wenn eben der Schnee schmilzt. Ja? In dem Fall, es liegt natürlich noch Schnee, es schneit auch gerade und es ist noch kalt, aber trotzdem, es reicht nicht ganz, der Schnee, der oben liegt, und da liegt bedeutend mehr, schmilzt langsam und das führt eben kurzfristig zu einem derartigen Wasseraufgebot, dass solche großen Oberflächenabflüsse und solche Sekundärbachbetten, Bachbette, sich dann halt gerne mal rausbilden und bei sowas kann dann auch mal ein Hang ins Rutschen kommen, sofern der halt nicht vernünftig bewaldet ist. Ja, also das ist ganz, ganz ein großes Thema. Hangrutschen bei nicht bewaldeten Hängen. Nehmen wir mal an, hier wäre jetzt eben das Ding nicht bewaldet, das würde mit Sicherheit anders aussehen. Das Wasser wäre braun. Wenn es braun ist, heißt es, es nimmt Material mit, es hat Sediment dabei, es trägt richtig den Hang ab. Und das Erste, was da abgetragen wird, ist jetzt nicht etwa Geröll oder sonst was, sondern der Oberboden. Da stecken alle Nährstoffe drin. Das heißt, dann kann so ein Wasserlauf durchaus auch mal stark die Nährstoffe ausspülen. Und entlang des Wasserlaufs wird nichts mehr wachsen. Das führt dazu, dass in den folgenden Jahren immer wieder das Wasser da runterkommt. Allein schon, weil es überhaupt keine Vegetation gibt, die da irgendwas aufhalten, reduzieren. Oder den Boden durch die Wurzeln festhalten würde, was dazu führt, dass eben der Nährstoffaustrag, der Bodenabtrag nicht ganz so groß wäre. Und hier ist es natürlich unkritisch, weil da ist ja Wald. Da ist ja jede Menge Wald. Da ist dichter, alter, schöner Wald mit viel Tanne, die hat eine sehr dichte Verwurzelung des Bodens.
mit viel Buche. Ahörner sind drin, Eiben sind ein paar vorhanden da hinten, wenn auch nicht sehr viele. Also das ist ein wunderbarer, naturnaher Wald, da passiert gar nichts. Also da muss man sich dann auch keine Sorgen machen. Und das erkennen wir auch daran, dass das Wasser, was da runterkommt, absolut klar ist. Da ist kein Matsch drin, kein Schlick drin, kein Schlamm drin. Also alles harmlos und so, wie es eigentlich sein sollte in einem naturnahen Ökosystem. Ja, Sorgen muss man sich dann machen, wenn da hinten ein Acker wäre, eine Kuhweide oder sonst was. Ist aber auch nicht der Fall. Ja, spannend. Habe ich so ewig lang nicht gesehen. Da kann man mal sehen, wie lange wir keinen vernünftigen Winter mehr hatten. Eieiei. Also auch hier normalerweise ein Rinnsal, wenn überhaupt, meistens gar kein Wasser. Aber wenn es dann richtig kommt, dann braucht es auch diese Steine, mit der die Straße da oben unterfüttert ist. Also da ganz oben verläuft die Straße. Massive Bauaufwand, richtig verstärkt. Und bei so einem Wetter wie jetzt sieht man auch warum. Ne? Das würde sofort jede Straße wegspülen, wenn man nicht diese große Unterführung und diese massiven verbaumelten Steine gemacht hätte. Also das Wasser hat wirklich gewaltige Kräfte, wenn es dann mal da ist. Jetzt. So, jetzt haben wir ja gesagt, der Bach hat zu wenig Nährstoffe, um ein richtiges Auenniveau hinzukriegen, ja, um eine wichtige bachbegleitende Baumvegetation hier aufkommen zu lassen. Ja, das ist auch so, aber nichtsdestotrotz ist das hier natürlich ein anderes Ökosystem hier unten im Bachbett, beziehungsweise im Tal, als ja, oben am Hang, das ist ja klar. Weil durch das Vorhandensein von vielen Wasser und auch dem ständigen Vorhandensein von vielen Wasser, hier auch der Weg, ist ein Bach, ein kleiner, haben wir hier natürlich dauerhaft Feuchtigkeit, rund ums Jahr fast immer eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit, dass es für Moose natürlich hier wunderbar zu wachsen ist und großartige Wachstumsbedingungen. Moos ist eine sehr primitive Pflanze, gibt es schon seit ewig. Ist quasi der direkte Nachfolger der Alge, die an Land lebt. Und daraus hat sich dann auch schon gleich das Moos entwickelt. Also wenn ihr eine uralte Pflanzenform, bisschen älter als die ersten Pflanzen, die überhaupt an Land gekrochen sind, aus dem Wasser rausgekommen sind, als das Leben an Land ging, ist also wirklich schon eine ganze Weile her. So, und so ein Moos hat die wundersame Eigenschaft, wenn es austrocknet, dann ist es erstmal trocken. Dann kann es ganz lange überdauern im ausgetrockneten Zustand. Und wenn es dann wieder nass ist, dann kann es weiter Photosynthese machen, weiter wachsen. Und wenn es wieder trocken wird, dann ist es wieder trocken, dann wartet es darauf, dass es wieder nass wird. Damit kann es also nahezu jeden Witterungsbedingungen für sehr lange Zeit überstehen. Kalt darf es werden, ist ganz egal. Und am Schnee gefriert es auch meistens nicht. Und da es ja direkt unterm Schnee auch schon gleich sitzt, sagen wir mal so, direkt unterm Schnee, unter normalen Bedingungen, sinken die Temperaturen nie unter den Gefrierpunkt, weil der Schnee auch ein bisschen isoliert. Und davon profitiert so ein Moos. Würde das Moos wirklich gefrieren, also jetzt Wasser durchs Moos laufen und dann gefrieren, dann wären auch große Teile des Mooses beschädigt, weil dann auch in den Mooszellen, in den Moospflanzenzellen, sich Eiskristalle bilden. Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus, zerreißt dann auch ein paar Mooszellen. Aber nur ein paar. Dem Großteil des Mooses würde es weiterhin gut gehen und durch die ständige Wassersättigung hier kann es hier halt fast durchgehend Photosynthese machen. Es ist zwar nicht viel Licht da, jetzt im Winter sowieso nicht, aber es sind ideale Lebensräume für Moose. Die brauchen auch nicht viel Nährstoffe und deswegen kommen sie damit klar, wenn sie einfach nur auf so einem Stein drauf sitzen. Und Nährstoffen bekommen sie nur das, was sie aus der Luft rausfiltern können. Das ist sehr wenig. Aber einem so genügsamen Zeug wie einem Moos reicht das. Ja? Also ich finde Moose wirklich sehr, sehr faszinierend. Soll an dieser Stelle reichen.
So, da sehen wir jetzt hier so ein paar zwei tanzende Schaumklümpchen. Sieht aus wie Schnee, ist aber Schaum. Gerade wenn man jetzt den Schnee zum Vergleich hat, kann man ganz schön sehen, der hat so eine leicht, naja, ist ein bisschen weniger weiß, sage ich jetzt einfach mal, als der Schnee selber. Und warum lagert sich jetzt hier der Schaum ab? Naja, weil bei dem Eintrag von Wasser, was überall den Hang runterkommt gerade, ne, das hat man ja gesehen, es fließt und fließt und Zuläufe entstehen, die sonst gar nicht da sind. Da wird natürlich auch jede Menge Material aus der Laubschicht auf dem Boden einfach aus dem Wald ausgetragen. Verschiedene Verbindungen, die da einfach im Laub auch enthalten sind. Der Winter ist ja noch nicht so lange. Wir haben Mitte Januar. Das heißt, da ist also noch ordentlich aus dem Herbst auch noch Laub da, in dem noch die Inhaltsstoffe drin sind. Und einer dieser Inhaltsstoffe sind halt die, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich kann es mir immer nicht nie merken, aber die Saponine, das sind Seifenstoffe, die bei verschiedenen, insbesondere bei Pappeln zum Beispiel oder bei Erlen und sonstigen Bäumen, die gerne am Wasser stehen, auch wenn es hiervon jetzt nicht so viele gibt, ein paar sind es dann doch, ja, da sind gerne eben diese Saponine und Seifenstoffe in dem Laub enthalten und die werden dann im Herbst, wenn es viel regnet, hat jetzt nicht so viel geregnet, oder im Winter, wenn es viel regnet, das wäre jetzt gerade der Fall, werden die ausgewaschen und landen im nächsten großen Fluss. Und wenn da ganz viele auf einmal kommen, dann kann man gerade in einem strömungsreichen Fluss, ihr seht ja, wo sich das Wasser bewegt und wo nicht, in den Bereichen, wo das Wasser einfach langsamer fließt oder auch mal entgegen der eigentlichen Fließrichtung fließt, sehen wir hier schön, ne? Da fließt das Wasser hangauf, also in Anführungszeichen, also wieder zurück. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier eine Stelle mit sehr, sehr, naja, ich sag mal ruhigem Wasser beziehungsweise so eine Rotation im Kreis erleben, wo halt jede Menge Einlagerung dann dieser Stoffe, die da aus dem Laub gelöst sind, stattfindet. Das muss einen nicht beunruhigen, das Wasser ist trotzdem wahrscheinlich trinkbar. Wenn man solchen Schaum auf Wasseroberflächen findet, ist das Wichtigste, was man sich klar machen muss im Hirn erstmal, hat es gerade geregnet oder regnet es eventuell sogar gerade? Das ist dann also immer die Frage, die man sich stellen muss. Denn kurz nach einem Niederschlagsereignis oder während eines starken Niederschlagsereignisses ist so ein Schaum auf dem Wasser nichts, was einen irgendwie beunruhigen müsste. Wenn es aber seit längerem nicht geregnet hat und man findet trotzdem so einen Schaum, dann sollte man sich Sorgen machen. Und außerdem, grundsätzlich gilt, wenn so ein Schaum auf dem Wasser, also wenn man hingeht und dran riecht, man kann den ja auch mit der Hand kurz rausschöpfen, so giftig ist das Zeug im Regelfall nicht, ja? Und man riecht dran, es riecht nach nichts, gutes Zeichen. Man riecht dran, es riecht nach, ja, angenehm, nach Mango Mayakuya Duschschaum oder Frosch-WC-Reiniger oder Meister Propper oder sowas in der Richtung, dann kann man ziemlich sicher sein, dass das kein natürlicher Geruch ist. Und dann sollte man auch vom Wasser seine Pfoten lassen, dann sind da in irgendeiner Form Chemikalien reingekommen. Pflanzenschutzmittel zum Beispiel, hat man auch schon vermutet, dass die so einen Schaum bilden, im Regelfall nicht. Pflanzenschutzmittel schäumen selten, selten. Ja? Ganz sicher kann man sich da nie sein und natürlich ist es besser, wenn man keinen Schaum im Wasser findet, aber ich bleibe dabei, ich würde hier trotzdem jederzeit bedenkenlos draus trinken wollen. Ja, es wird hier gerade etwas winterlicher. Schön. So, ich befinde mich auf den letzten Metern vor der Aussicht zum Wasser und dachte, da müsste mich jetzt kurz noch ertragen, bis wir da sind, quatschenderweise. Also hier direkt am Wasserfall, das Naturdenkmal, heißt, also ja gut, genau, ein flächenhaftes Naturdenkmal, also ein sehr kleines Naturschutzgebiet. Es gibt hier ein paar inzwischen sehr dick gewordene Bäumchen, hier eine Douglasie, fragt mich nicht, wo dieser komische Schaden herkommt, ist auf jeden Fall mit irgendeiner Art und Weise menschgemacht, aber
keinen Plan, wo das genau herkommt. Und wir haben hier jetzt eine Besonderheit hier um die Geroldsauer Wasserfälle, nämlich dieses Scheißzeug hier, Rhododendron. Frag mich bitte nicht welcher, aber es ist einer und der wächst hier um den Wasserfall drumherum überall. Hier kann man überall sehen. Ist invasiv in dem Sinne, dass er sich hier auch ausbreitet, mehr als geplant gewesen ist. Denn, wie so oft, wenn invasive Pflanzen irgendwo hinkommen, hat sich da jemand nichts Böses bei gedacht. In diesem Fall hat sich sogar jemand aktiv was bei gedacht, nämlich es sei doch schön, wenn hier bei der Rhododendronblüte romantisch am Wasserfall flaniert werden kann. Und wenn das Zeug blüht, zugegeben, das ist schon ganz schön. Und durch die schiere Menge von dem Quatsch, der hier rumsteht, gibt das dann auch einen riesen Besucherandrang. Insbesondere letztes Jahr, so 2020, war das ganz außerordentlich, der Besucherandrang hier an den Wasserfällen. Zur Zeit der Rhododendronblüte war rum Corona. Und dementsprechend konnte man nichts anderes machen. Also sind alle hierher und wollten sich das angucken. Natürlich war das dann wieder ein Problem wegen Mindestabständen und so weiter und so weiter. Aber ja, wird wieder ein Problem, befürchte ich mal, wenn es nächstes Mal soweit ist. Und da der recht zeitnah im Frühjahr blüht, dürfen wir uns darauf schon mal gefasst machen. Geroldsau, also dieses dazugehörige Örtchen hier zum Wasserfall, musste teilweise Sportplätze als Parkplatz zur Verfügung stellen, damit eben diese Menschenmassen, die hierher wollten und die Rhododendronblüte angucken wollten, irgendwie gehandelt werden konnte. Ich kann jetzt zu Fuß herlaufen, wenn ich es mir anschauen will. Gut, das dauert zwar einen kleinen Moment, aber geht. Dann brauche ich keinen Parkplatz, wenn es soweit ist. Wenn ich dran denke, komme ich mal wieder und werde hier ein bisschen die Personenaufläufe dokumentieren und auch die Rhododendronblüte. Ne? Also grundsätzlich ist an Rhododendron ja gar nichts auszusetzen. Das Zeug ist immer grün, sieht im Winter dementsprechend ganz angenehm aus. Wasser überall, hier der Mini-Wasserfall. Ne? Wie gesagt, sieht im Winter ganz schön aus, wenn es blüht, ist schön. Tut erstmal nicht weh, aber es breitet sich halt unkontrolliert aus und es verdrängt auch andere heimische Pflanzen, die hier eigentlich hingehören würden, ganz langsam. Rhododendron ist so der invasive Pflanzentyp bei Wasserfällen. Also entlang solcher Schluchten, hohe Feuchtigkeit, viel Wasser vorhanden, da ist Rhododendron fast immer irgendwo vorhanden, entweder weil man ihn aktiv hingepflanzt hat oder weil er tatsächlich dahin gekommen ist, weil das hier halt der ideale Lebensraum, in dem er eigentlich nicht vorkommt, ist. Hier wird es auch selten so kalt, dass er wirklich Probleme bekommt im Winter. Das Zeug ist nicht sonderlich froststabil, aber es reicht halt auch meistens, ja eben, der Winter reicht selten aus, dass der Rhododendron wirklich Probleme bekommt. So, wir gucken mal darüber und da sehen wir die vielen mit Schnee bedeckten Blättchen. Und das Einzige, was hier Blättchen gerade hat im Winter, ist Rhododendron. Ihr könnt also sehen, oberhalb des eigentlichen Wasserfalls, der ist jetzt gleich da unten, alles voll mit dem Rhododendron. Das aufgewirbelte Wasser durch den Wasserfall erzeugt hier eine so hohe Luftfeuchtigkeit, das ist geradezu ideal für den Kram. Ja, eigentlich wäre hier eine wunderbare Mooslandschaft zu erwarten mit vielen heimischen Pflänzchen, die da irgendwo dazwischen stehen, sofern sie genug Boden finden. Aber der Rhododendron ist einfach konkurrenzstärker und übernimmt daher das Feld. Und da das hier ein Naturschutzgebiet ist, beziehungsweise ein Naturdenkmal, darf man gegen den Rhododendron noch nicht mal was machen, weil man darf ja nichts machen im Naturschutzgebiet. Also, ja. Wahrscheinlich würde es auch einen Shitstorm auslösen, wenn man auf die Idee kommt, hier jetzt den Rhododendron entfernen zu wollen, wo doch alle Baden-Badener den so unglaublich toll finden. Ja, Moment, ich bin ja selber Baden-Badener aktuell. Gut. Naja, alle außer mir den so toll finden. Und dementsprechend, wäre das wahrscheinlich schwierig, ihn wieder loszuwerden. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Wir erreichen den Aussichtspunkt zum Wasserfall. Vorsicht, nicht auf die Fresse legen. Hier auch wieder mit Rhododendron. Da, ja, wunderschön.
Es sieht ja wirklich eigentlich nicht schlecht aus. Ja? Also optisch. Aber er gehört hier nicht her. Ich mag ihn nicht. Pflanzenrassismus. So. Und hier ist er jetzt. Gleich kommt er. Der Wasserfall. Und das Schöne ist, der Wasserfall hat auch richtig viel Wasser. Also das freut mich jetzt. So wasserreich habe ich den schon ganz lange nicht mehr gesehen. Wasserfälle kommen dadurch zustande, dass hier im Gestein irgendein Material, im ansonsten sehr harten Gestein, ein Material vorhanden war, das ein bisschen weicher gewesen ist. Und dadurch hat sich das Wasser durch den etwas weicheren Stein einfach viel schneller und schlagartiger durchgefressen und hat dann entsprechend eben sich hier immer mehr eingeschnitten, bis zu dem Punkt, wo es halt dann wirklich diese Stufen gegeben hat, diese Kante, und so entsteht dann eben entsprechend ein Wasserfall. Ja? Also es muss immer einen Gesteinsunterschied geben, ein weiches Gestein, ein hartes Gestein drumherum und auch hier unten die Gumpe. Also das Becken vorm Wasserfall, das ist auch ein Bereich, wo sich das Wasser besonders tief einschneidet, besonders viel Material abträgt und dann weiter nach hier und da kommt der nächste kleinere Wasserfall, weil hier eben dieser Bereich des weichen Gesteins beziehungsweise da dann wieder was Hartes dabei ist. Das ist schwierig. Da müsste man jetzt einen richtigen Geologen fragen, wenn man jetzt genau wissen wollte, wie das exakt hier funktioniert und hier vonstatten gegangen ist. Da bin ich dann leider raus. Da reicht dann mein Grundwissen nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr schön. Sehr, sehr laut heute. Und jetzt kann ich auch gleich nicht mehr brüllen. Und damit sind wir auch durch. Wir gehen wieder gemütlich zurück zum Auto. Spaziergang beendet. Ich bedanke mich fürs Mitkommen. Ich wünsche einen schönen, was auch immer gerade ist. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.